Jacques Stotzum, Sie sind ein Ausnahmegitarrist von Weltklasse. Sie leben und arbeiten in Verviers im Osten Belgiens. Und eigentlich sind wir, wenn ich meinen Ursprung aus Ostbelgien nehme, ja fast Nachbarn. Aber eigentlich sind Sie ja auch viel unterwegs. Sie sind auf Tour und geben Konzerte. Das ist pandemiebedingt ja im Augenblick leider nicht möglich. Aber 2019, also vor der Pandemie, haben Sie ein Album veröffentlicht mit dem Titel »Places We Have Been«. Und das klang für mich beim Anhören, Herr Stotzum, so wie ein ja musikalisches Fotoalbum Ihrer Karriere. Ist das so gemeint? Ja, das ist genau so, weil diese CD ist wirklich, jedes Stück von der CD hat etwas zu tun mit einer Erinnerung, die ich unterwegs gehabt habe. Und natürlich, bevor diese Pandemie, ich war ständig unterwegs, überall. Und für mich diese Situation von unterwegs zu sein als Musiker, das hat mir immer sehr viel Motivation gegeben und auch Inspiration. Und deshalb, jedes Stück von dem Album hat eine starke Beziehung mit Erinnerung, dass ein Musiker unterwegs ist, ja. Lassen Sie uns, Jacques Stotzum, vielleicht auch bitte ein bisschen über die Technik, Ihre Technik beim Spielen reden. Fingerpicks, das sagt mir als Laien eigentlich nichts, wenn ich mir das nicht anhöre. Können Sie diese Technik vielleicht etwas beschreiben? Ja, gerne. Diese Fingerpicking-Technik, das ist eine Technik, die eigentlich von dem Blues kommt. Das heißt, das kommt von 1920 in Amerika. Diese Technik war entwickelt von diesen alten Bluesmen, weil sie waren natürlich Live-Musiker, aber fast alle waren Gitarrenspieler. Aber gleichzeitig in 1920 die berühmte Musik in Amerika, das war Ragtime. Und das war Ragtime, das ist der Anfang vom Swing. Und diese Musik war wirklich sehr berühmt damals. Und die Leute haben immer gefragt zu diesem Gitarristen aus dem Blues, haben immer gefragt, ja, das ist schön, den Blues zu spielen, aber es wäre auch schön, manchmal Ragtime zu spielen, weil die Leute wollten mit Ragtime eigentlich tanzen und so weiter. Und diese alten Bluesmen haben diese besondere Technik entwickelt, wo der Rhythmus ganz besonders ist, wo der Daumen macht die Begleitung und die Finger von dem rechten Hand machen die Melodie. Und das hat so mit diesem Blues und Swing angefangen. Aber natürlich, das ist nicht so geblieben. Das ist nur der Anfang von dieser Technik, weil jetzt diese Akustikgitarre-Technik ist wirklich sehr berühmt. Und das gibt die Gelegenheit, zum Beispiel für Leute wie ich, dann wirklich ganz komplett Konzerten zu geben, wo die akustische Gitarre ganz allein ist. Und das ist eigentlich eine Idee, dass die Gitarre ist wirklich wie ein Klavier gedacht. Das ist sehr beeindruckend. Ich habe eines meiner Lieblingsstücke, das auch schon ein paar Jahre alt ist, Jacques Stotzum, Survestre, das wir im Hintergrund hören. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen ein Beispiel dafür, was Sie gerade beschrieben haben, mit den Fingern und dem Daumen, richtig? Ja, richtig. Man hört in diesem Stück, dass mit dem rechten Hand man kann wirklich die Bässe spielen und das macht die Begleitung, die Akkorde und dann die Melodie kommt dazu. Und manchmal, das gibt wirklich den Eindruck, dass zwei Gitarren gleichzeitig gespielt sind. Aber das ist wirklich eine Solo-Gitarrentechnik. Was Sie hier hören, das ist wirklich ein Solo-Gitarrstück. Wenn wir über das Instrument vielleicht auch reden dürfen, ich kann mir vorstellen, dass Sie ja zu Ihrer Gitarre oder Ihren Gitarren, das müssen Sie mir gleich sagen, eine ja besondere Beziehung wahrscheinlich aufgebaut haben. Kann man da reden von einer Beziehung zwischen dem Musiker und seinem Instrument? Ja, klar. Ich würde sagen, ich habe mehrere Gitarren zu Hause. Aber meine Lieblingsgitarre bleibt immer die Gitarre, die ich benutze beim Konzert, die Gitarre, die ich mitreise. Und es gibt wirklich eine ganz persönliche Beziehung, weil es gibt so viele Erinnerungen von Konzert mit einem Instrument. Und ich glaube, besonders auch die Gitarrenspieler haben diese Beziehung, weil wir können reisen überall auf der Welt.
mit unserem persönlichen Instrument. Das ist zum Beispiel nicht der Fall von Klavierspielern. Sie müssen immer andere Instrumente benutzen, aber der Gitarrenspieler hat diese Chance, dass es möglich ist, immer sein persönliches Instrument zu benutzen. Und das macht so viele persönliche Beziehungen mit dem Instrument. Und wenn ich all meine Gitarre sehe, dann zu Hause, ich denke immer, oh, die Gitarre, die ich jetzt spielen werde, das ist immer das Gleiche eigentlich. Das ist immer mein Konzertgitarre. Darf ich fragen, wie lange Sie die schon haben? Oh, 15 Jahren, die ich jetzt benutze. Ich bin sehr glücklich, weil es gibt eine amerikanische Gitarrenfirma, die heißt Martin Gitarren. Das ist eine Firma aus Amerika. Sie waren in 1833 gegründet in Amerika. Und das ist wirklich eine sehr traditionelle Gitarrenfirma in Amerika. Und seit 15 Jahren, sie haben mir den Vorschlag gemacht, ein Signaturmodell zu entwickeln. Und das ist die Gitarre, die ich jetzt spiele seit 15 Jahren. Das ist eine Gitarre mit meinem Namen drauf. Das ist eine Martin OM Jacques Stütze Modell. Und ich bin wirklich sehr stolz dafür, weil neben Eric Clapton und Sting, ich bin fast der Einzige aus Europa, der eine Martin Signaturgitarre hat. Das ist schon etwas. Lassen Sie uns, Jacques Stotzen, vielleicht auch noch über eine Ausnahme reden. Sie haben das eben gesagt, Sie spielen mit Ihrer Akustikgitarre in Ihrer Technik Konzerte ganz alleine. Aber Sie haben unlängst auch einmal ein, ja, ich will mal sagen, Experiment vielleicht gewagt, indem Sie mit einem Orchester gespielt haben, mit Streichern zusammengespielt haben, mit dem ostbelgischen Orchester East Belgica. Wie ist es zu diesem, wenn Sie erlauben, Experiment gekommen? Das ist zuerst genau vor einem Jahr. Ich glaube, das ist ein von den letzten Konzerten, die ich gegeben habe vor dieser Pandemie. Und das war ein besonderes Projekt, weil eine Geigerin von dem Orchester ist ein sehr großer Fan von mir seit Jahren. Sie hat immer mir gesagt, ja, oh, ich spiele in einem Streichorchester im Ostbelgien. Und das wäre so schön, einmal Arrangement zu schreiben mit deinen Stücken. Und sie hat das gemacht, sie hat alle Arrangements geschrieben. Und wir haben zwei Konzerte gegeben. Das war wirklich Ausnahmekonzert. Und da es gab eine Aufnahme von diesem Abend. Und das sie haben eine CD auch gemacht. Aber wie gesagt, das ist ein ganz besonderes Projekt. Aber das war eine sehr, sehr schöne Erinnerung, weil für mich, ich bin so gewöhnt, allein auf der Bühne zu stehen. Das war wirklich ein neues Experiment, dann mit Orchester zu spielen. Würden Sie das denn wieder machen? Auch wenn die Gelegenheit da ist, ja, mit Sicherheit. Aber das Problem ist, es gibt wirklich ein Problem im Moment mit Konzerten. Wir hoffen alle, dass die Konzerte wieder anfangen werden. Aber das Problem ist, niemand weiß genau wann. Und das ist das große Problem für uns, alle Künstler, die in diesem Live-Musik-Branche arbeiten. Das ist echt ein tierisches Problem zu lösen. Wir haben unser Gespräch begonnen mit dem Rückblick auf das letzte Album Places We Have Been, das Sie 2019 veröffentlicht haben. Eines der Stücke auf diesem Album heißt Morgen geht's weiter. Ja. Ein Stück, das auch einen deutschen Namen trägt, auf dem Album eines eigentlich französischsprachigen, aber fließend deutschsprachigen Weltklasse-Gitarristen. Wie ist das einzuordnen, Morgen geht's weiter? Hat das vielleicht auch was mit Ihren Tourneen zu tun? Ja, genau, weil ich bin mit einem deutschen Plattenfirma seit 30 Jahren jetzt. Das ist eine Plattenfirma aus Osnabrück. Und diese Plattenfirma heißt Acoustic Music Records. Und ich arbeite mit dieser Plattenfirma, wie gesagt, seit 30 Jahren. Alle meine CDs sind produziert von dieser Firma. Und das heißt, dass meine Beziehung mit Deutschland ist immer stärker und stärker geworden mit der Zeit. Und ich gebe sehr viel Konzerte in Deutschland und ich bin sehr oft in Deutschland unterwegs. Zum Beispiel, das ist, weil ich unterwegs in Deutschland bin. Ich habe mein Deutsch, wie ich sage immer, ich habe mein Deutsch unterwegs gelernt, seitdem ich viel in Deutschland spiele.
Und weil Deutschland bedeutet sehr viel in meiner Karriere, deshalb für diese CD mit vielen Erinnerungen von einem Musiker, der unterwegs ist, ich habe gedacht, ich will unbedingt einen Titel auf Deutsch. Und das ist, morgen geht's weiter, das ist diese Idee von einem Musiker, er gibt ein Konzert, er geht zum Hotel und dann am nächsten Tag, er gibt ein weiteres Konzert. Und wenn es in Deutschland stattfindet, dann hatte ich dann diese Idee von morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter. Dieser Titel auf dem letzten Album von Ihnen, Jacques Stotzem, läutet sozusagen das Ende unseres Gesprächs ein. Ich danke Ihnen von Herzen für dieses Gespräch. Ich darf vielleicht den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts noch mitgeben, dass wir Sie für den Monat September hierher nach Berlin in die belgische Botschaft eingeladen haben. Wir hoffen alle, dass die Pandemie es erlauben wird, Sie hier begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns jetzt schon, Sie dann hier in der belgischen Botschaft in Berlin zu haben. Für jetzt noch einmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch, und ich freue mich auch, wenn das Konzert stattfinden kann im September. Dankeschön. Jacques.